So, damit herzlich willkommen, mein Name ist Zernicke und wir spielen heute Grim Dawn. Wird ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir da machen werden, wie lange das Ganze dauert. Und hier haben wir schon die erste Quest. Immer noch am Leben, wie ich sehe. Du bist ein verdammter Glückspilz, das muss ich dir lassen. Sprich am besten gleich mit Captain Bourbon. Er scheint etwas mit dir vorzuhaben, jetzt wo dein Leben wieder verschont wurde. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Du warst besessen, also haben wir dich gehängt. Das ist ja nett. Es scheint, als hätte der Geist deinen Körper verlassen, bevor es mit dir zu Ende ging. Ich hätte dich ja hängen lassen, aber der Captain hatte andere Pläne. Er hatte noch etwas anderes mit dir vor und ich will nicht dagegen reden. Wo kann ich diesen Captain finden? Er steht oben an der Straße auf dem Vorplatz und koordiniert vermutlich gerade unsere Verteidigung gegen die Toten. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dich von dem Strick wieder abgeschnitten zu haben. Da mache ich mich mal gleich auf den Weg, wa? Alles klar. Wir gucken halt hier mal ein bisschen rum. Weil hier wird wahrscheinlich noch nichts sein. Wer ist denn? Hier ist Chester. Was ist Chester? Aber hier, Baustelle. Hier, Brücke bei 1, Verbindung zwischen Devil's Crossing und dem Akovian Foothills im Nordwesten. Sie muss repariert werden, ehe du sie überqueren kannst. Okay, 3000 Eisenstücke benötigt. Boah. Aber noch haben wir gar nichts. So. Ich gehe am besten gleich mal dahin. Was ist das? Also sind hier Dummies. Okay. Okay, hier ist auch alles kaputt. Du denn, Barnabas? Du bist also der, den wir fast gehängt hätten. Ich sah darin zwar keinen Sinn, aber es kümmert sowieso niemanden, wer der alte Barnabas denkt. Du solltest wirklich mit dem Captain sprechen. Es ist derjenige, der entscheidet, ob es für dich einen Platz in Devil's Crossing gibt oder nicht. Passt auf euch auf, mein Freund. Gut. Und dann. Da ist Le Capitano. Für jemanden, der gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist, siehst du gar nicht so schlecht aus. Du wurdest übernommen, besessen von denselben Kreaturen, die Zombies hier auferstehen lassen. Normalerweise hätte ich dich mit den anderen verbrannt, um sicher zu sein. Aber wir haben zu viele Menschen an die Toten verloren. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist. Jemanden, der nichts zu verlieren hat und viel zu gewinnen. Im Moment bist du das. Stelle dein Wert für mich unter Beweis und Überlebenden in Devil's Crossing heißen dich vielleicht willkommen. Was soll ich tun? Die Körper der Toten stehen in einer entsetzlichen Art und Weise wieder auf. Leichen sollten nicht aufstehen und herumlaufen. Irgendetwas belebt unsere Verstorbenen und mit ätherischer Energie wieder. Wir haben die Toten eine Weile beobachtet und es scheint, als ob sie Lower Crossing von Burial Hills aus überschwemmen. Ich möchte, dass du nach Burial Hills gehst und herausfindest, was diese Abscheulichkeiten kontrolliert und es zerstörst. Wo kann ich das finden? Du wirst dich durch Lower Crossing kämpfen müssen, wenn du den Strom auf der anderen Seite der Stadt passiert hast, wird dich ein nahegelegener Pfad nach Burial Hill führen. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber ich verlange auch von vielen Leuten, dass sie dich mit offenen Armen empfangen. Hilf uns in dieser Stunde der Not und ich werde Devil's Crossing für dich öffnen. Ja, dann machen wir das doch mal. Das ist doch schick. Machen wir. Ah ja. So, wollen wir mal losreiten hier, wa? Okay, wir müssen. Wir. Das war noch einer. Ja, ihr habt aber nicht so viel Power, wa? Weil ich mit meinem Knüppel mehr Bums. Gut. Wir müssen nach Burial Hills. Guck mal hier. Guck mal. Da haben wir die an. Nee, haben wir nicht. 18 Rüstung, komm mal, nimm mal. Zack. Das hier, Heiltrank, alles klar. Gut. Wir werden uns jetzt hier mal durch die Stadt kämpfen. Hallöchen, Popöchen. Ich hab den Heiltrank gesehen. Dann wollen wir die Untoten mal wegschnetzeln. Und uns den Weg hier freikämpfen. Guck mal. Schrott. Schrott können wir mal gebrauchen. Noch mehr Schrott. Schrott ist toll. Hallöchen. Welcome to the party.
Du auch. Stufenaufstieg, Stufe 2, das ging ja flott. Aber es geht ja am Anfang immer schnell, ne? So, ich habe das Spiel noch nicht weiter gespielt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich mag ja diese Art von Spiel. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich schon mal mit Shadows Heretic Kingdoms angefangen habe. Das musste ich leider abbrechen, weil bei mir quasi nichts gespeichert hat und ich hatte keine Lust, da nochmal hinzuspielen, ehrlich gesagt. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Da ist noch einer. Komm mal her. Come on, mein kleiner Freund. Sag mir dein hübsches Gesicht. Okidoki, weiter geht's. Auch nichts drin, ne? Ja, guten Krater hier, wa? Ja. Oh, guck mal. Voll toll. Zack. Ey, hast mich gehauen. Finde ich gar nicht geil. Finde ich überhaupt nicht gut. Was haben wir da gekriegt? Das ist ein Schrott. Was haben wir hier? 7 bis 28 plus 6 Schaden pro Sekunde. Haben wir hier? Schade. Oder kommt jemand? Ja, der fliegt schon gut weg hier. Der kleine Matz. Okay, da ist der nächste. Und da der nächste. Wir schlachten uns hier einfach mal ein bisschen durch, würde ich sagen. So. Guck mal. Eine Pistole. Das ist toll. Eine Pistole mag ich gern. So, was haben wir hier noch drin? Ich muss niesen. Entschuldigung. So, da kommen wir nicht durch. Also gehen wir noch einmal um Pudding. Netzeln diese Kameraden nieder. Ein Hinterhalt, oh mein Gott. Werde ich das überleben? Wirklich Schaden machen die ja noch nicht, ne? Aber wahrscheinlich habe ich jetzt schon... Oh, eine Truhe. Guck mal. Polierter Smaragd. Da kriegst du aber auch echt viele Sachen, ne? Francis Notiz. Wollen wir das lesen? Ich bin hier gefangen. Jetzt wird mir klar, dass ich in diesem Haus sterben werde. Margaret, ich befürchte, dass du bereits tot bist und es... Und so, Alter, das ist das klein geschrieben. So, wer lesen will, hier, bitteschön. Ich werde auch nicht alles vorlesen, weil sonst kommen wir ja gar nicht zur Rande. Was haben wir hier? Elixier des Geistes. Schrott. Schrott ist immer gut. Wir brauchen ja viel Schrott für die Brücke, nehme ich an. Daher nehmen wir den Schrott doch mit. So, hier ist ja keine Fahrt wahrscheinlich, was die meinten. Du ja, Löchen, Popöchen. Ih, ist das Gift oder was? Stufenaufstieg, Stufe 3. Ja, ist doch nice. Da hinten prügelt sich jemand. Hier ist auch nichts drin. Doch, da. Guck mal. Also die sind ja eigentlich ganz leicht zu besänftigen hier, ne? Wenn die nicht immer so... Ach, warte mal, ich habe ja eine Postille. Können doch hier, glaube ich, wechseln. Und dann kann ich hier doch die Pistole reintun. Hübsch, wie kann ich das wechseln mit... Ah, sehr schön. Dann mache ich die doch lieber im Fernkampf. Eiltrank und 26 Eisenstücke. Komme ich nicht weiter. Okay, wir gehen weiter nach oben. Wir müssen ja nach Brühl Hills. Oh, hier oben möchte ich rein.
Das sieht doch vielversprechend aus. Logbuch des Hafenmeisters. Nehmen wir mal mit. Hier haben wir noch schöne Sachen. Was haben wir hier? Was ist das? Ui, guck mal an. Essensration. Lederne Hose. Und einen kleinen Kameraden. Was ist das? Ätzende verrostete Dornbüchse? Ah. Okay. Nehme ich auf jeden Fall. Warte mal. So, was ich ganz geil finde, dass man sieht, was schon ausgerüstet und sowas. Ätherschaden. Macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Und auch mehr Angriff pro Sekunde. Ich werde die trotzdem mal wechseln. Oder kann man die... Nein, kann man nicht. Welche habe ich jetzt ausgerüstet? Zwei Schaden pro Sekunde ausgerüstet. Okay, dann nehmen wir die hier und die behalten wir. Und das können wir... Zack, erweitertes Wissen. So, okay. Dann lass uns mal weiter. Wir gehen hier mal wieder raus. Ich mag solche Spiele übrigens sehr gerne. Schon erwähnt. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja, die macht schon ein bisschen mehr Bums hier. Wenn man die Leute trifft. Das sieht doch eigentlich... Oh, hallo. Ganz gut aus. Ja, guck mal hier, die schnetzelst du einfach mal weg. Hoppala. Hey. Was dieser Ätherschaden, den er angesprochen hat? Ja, ne, guck mal, haben wir weggeschnetzelt, den alten Sack. So. Wir machen mal... Jetzt machen wir hier, zack. Nehmen wir mal den Gegenstand... Was ist das? So. Nein, warte mal. Ich will jetzt die Sachen haben. Juhu. Was ist denn das für ein Zeug hier? gut. So, Kamerad. Komm. So, verrostete Sägeklinge. So, oh, warte mal. Ich glaube, da... Die mögen mich nicht. Ich hab denen zwar nichts getan, aber ey. So, einen Heiltrank haben wir auch gekriegt. Das ist sehr schön. So, kann ich jetzt endlich mal ins Inventar gucken, ja? Dankeschön. Also, was haben wir denn jetzt? Lederhose momentan ausgerüstet. Abgenutzte Hose, Lederhose haben wir. Die babbeln wir da rein. Dann haben wir das. Was haben wir das hier? Was brauchen wir dafür? Konstitution. Konstitution. Na, guck mal, da kommen wir doch hier. Zack. Und dann haben wir doch die Greifer schon, ne? Guck mal. Hübsch. Gut. Was haben wir denn hier? 16 Euro. Erbeutete Fußpolster. Was haben wir hier? Ja, gut, die haben wir auch schon drin. Gut. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Gehen wir ins, hier haben wir noch. Aber hier ist doch da. Was haben wir da drin? Verrostete Klinge und Sägeklinge. Wozu das gut ist, keine Ahnung. Wir gucken nochmal ins Inventar. Wir gucken hier viel ins Inventar, ne? Verrostete Sägeklinge. 9 bis 24. Plus 0 Schaden die Sekunde. Die sind beide nicht so geil, ne? 12 bis 17, minus 3 Schaden. Nee, wir behalten das mal, was wir jetzt haben. Das ist, denke ich mal, momentan noch ausreichend. Oh, guck mal, eine Zombie-Horde. Wollen wir gleich mal anfangen, wa? Schrott. Schrott ist toll, ich will auch Schrott. So... Da haben wir noch was. Was?
Was auch immer das gewesen ist. Ich hab's. So. Naja. Digga. Zack. Aber hier haben wir zum Beispiel nichts. Aber hier sind noch zwei Bücher. Zwei Tagebücher, um genau zu sein, eine Kiste. Okay, warte mal, wir gucken nochmal ganz fix ins Inventar. Was brauchen wir? Was haben wir hier? Konstitution brauchen wir 86. Okay, ich glaube, ich werde gerade angegriffen. Weg? Glaube ich ja nicht. Unerhört. So. Ich habe das Gefühl, wir sind schon nah bei Buriel Hills. Boah, hallo. Hallo, meine Freunde. Stufenaufstieg, Stufe 4. Zack, die Bohne. Haben wir die auch weggelutscht. Sah gut aus, ne? Buriel Hill. So, den haben wir aktiviert. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Leute ins herkommen hier, wa? So, ich soll in irgendeine Höhle rein. Oh. Oh. Schätze mal, wir müssen hier hoch, ne? Den nehmen wir auch. Oh, danke schön. Das ist nett. Es werden immer mehr. Zack, zack. Heiltrank können wir gerne nehmen. So. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Oh, da haben wir sogar was. Ledername Mantel, das ist doch. Na, nimm ne. So, was haben wir? Was ist dein Lederne Mantel? 23 Rüstung. Aber da kriegen wir plus 3%. Wir behalten den erstmal. Wie sieht denn der eigentlich aus? Mal einen Punkt haben wir übrig. Nehmen wir mal Raffinesse. Also sieht doch gut aus, oder? Was ist mit dem hier? Mächtiger Lederhelm der Bereitschaft. 17 Rüstung plus 4. Ich überlege gerade. Plus 7 Angriffsqualität. Ich würde den in der Tat behalten wollen. Der Mantel gefällt mir, der schick, den nehme ich. Guck mal, das ist das nächste Ding. Ah! Okay, das macht die also wirklich kaputt, in der Tat. Also haben wir doch mehr oder weniger den Auslöser gefunden. Es kann jetzt eine Einbildung sein, aber ich bilde mir ein, dass der Mantel mir schon ein bisschen mehr Schaden gibt, oder? Okay, können wir nicht durch. So. Bin mal gespannt, wir müssen ja eigentlich irgendwo. Dann sollen wir in eine Höhle gehen. Alte Deponie. Ich glaube, hier sind wir falsch. Wir müssen ja nach.